Startpunkt für die Wanderung ist eine kleine Taverne. Eine Tafel gegenüber zeigt uns den Weg zu einer langen Tour auf Kretas höchsten Gipfel. Zunächst weisen Pfeile den Weg auf den Psiloritis, die dann von mit roten Punkten markierten Steinen abgelöst werden. Der Weg ist durchgängig markiert und erschließt sich auch weniger erfahrenen Wanderern. Die lange Gehzeit von mindestens 7,5 Stunden fordert jedoch Ausdauer und zum Schluss einiges an Trittsicherheit. Gleich vorweg kann man sagen, schön ist die komplette Strecke wahrlich nicht. Ruppiges Gelände, einer Steinwüste gleich, durchsetzt von wenig Grün, ist definitiv nichts fürs Auge. Das Steinmännchen hier markiert die Stelle, an der wir später über eine Variante wieder auf den Rückweg treffen werden. Zunächst geht es jedoch in ein karges Tal. Auch psychisch gesehen verlangt die Strecke dem Wanderer einiges ab. Denn der Gipfel ist weit und breit nicht zu sehen. Der Smiley hier am Wegrand soll vermutlich ein wenig aufheitern. Gib nicht auf, scheint er zu sagen. Was angesichts der nun folgenden Schneefelder, die steil bergauf führen, nicht ganz so einfach ist. Da muss man sich schon ganz schön durch den sulzigen Schnee kämpfen. Im Übrigen sollte man vor der Wanderung das Wetter genau überprüfen. Denn schließlich soll die Anstrengung ja mit einem tollen Ausblick belohnt werden. Der ist aber nur bei Sonnenschein gewährleistet. Und mittags kann es in diesen Gegenden passieren, dass dicke Wolken aufziehen und einem dann die Sicht versperren. Auch bei starkem Wind ist von der Wanderung abzuraten, da es später am Steilhang kein Spaß bei ruppigen Böen wäre. Nach wie vor im Übrigen ist der Gipfel nicht in Sicht. Aber keine Angst, ihr seid immer noch auf der richtigen Route. Wir müssen uns jetzt am Steilhang durch einige Schneefelder quälen. Hier gilt es, Ruhe zu bewahren und vor allem am Hang in Schräglage nicht auszurutschen. Sonst geht es ganz schön tief nach unten. Wer den Nervenkitzel nicht braucht, der sollte eher die Jahreszeit von Mitte Juni bis Oktober für eine Gipfelbesteigung wählen. Dann dürfte auch der Schnee weniger geworden sein. Nach wie vor ist der Gipfel nicht in Sicht, was langsam zusätzlich psychisch an den Kräften zerrt. Doch endlich taucht noch ziemlich weit weg der Gipfel auf und zeigt sich uns wenigstens kurz. An der Gipfelkapelle mit Glocke wartet dann ein schöner Ausblick auf uns, wenngleich es ein wenig trüb ist. Das ist immer die Gefahr, vor allem in dieser Jahreszeit. Natürlich haben wir auch wieder unsere Drohne mit im Gepäck und lassen sie ein paar Runden über unseren Köpfen drehen. Für den Rückweg haben wir uns eine andere Variante ausgesucht, damit es nicht ganz so eintönig wird. Hier gilt es jetzt, Steinmännchen zu suchen und sich so den Weg durch die steinerne Landschaft zu bahnen. Dieser Weg ist nicht mit roten Punkten markiert und man muss ganz besonders aufpassen, wo er verläuft. Denn die Variante laufen nicht so viele Leute. Die Strecke ist auch ein wenig länger, durch die Suche nach Steinmännchen jedoch lenkt sie den Wanderer ab und erscheint sogar kürzer. Im Juni findet hier übrigens ein spannender Berglauf statt, die Psiloritis Race. Hierbei quälen sich dann rund 300 Extremsportler zum Gipfel hoch. Dann ist die Hochebene voll von Schaulustigen, die die Bergläufer anfeuern. Am Ende erreichen wir wieder den Punkt, an dem wir auf den alten Weg treffen. Eines ist gewiss, der Rückweg zieht sich da noch ordentlich.